Dark Souls 3, das Feuer muss ein weiteres Mal entfacht werden, damit die Welt nicht untergeht. Unsere Begeisterung für das Spiel ist entfacht. Mein Gott, ist das gut. Ist gut, ne? Das war doch nicht können. So schlecht, ist das. Also man darf auch mal selber. Ja, gut. Ja, wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über den Schwierigkeitsgrad, über die Wahrnehmung von einem, der es zum ersten Mal spielt und sich an vielen Dingen stößt. Und die Erfahrung, die unweigerlich das Spiel beeinflusst und auch jedes neue Spiel beeinflusst, weil man einfach anders, vorsichtiger mit dem Gelernten vielleicht besser umgeht. Was ich ganz spannend fand, du hast ja gerade schon gesagt, Jörg, je nachdem, mit welcher Klasse man spielt, wie man vorgeht, ändert sich der Schwierigkeitsgrad. Teilweise ist es wahrscheinlich auch faktisch so, teilweise hat es mit der persönlichen Erfahrung zu tun, wie wohl man sich mit welcher Art und Weise fühlt, mit welcher Waffe, mit welchem Charakter. Was ich aber ganz witzig fand, ist, ich habe das Gefühl, das war in den anderen Teilen zwar auch schon so, aber es gibt, also Schlachtvieh gibt es wieder mal ganz, ganz, ganz wenig. Es gibt unglaublich viele Konfrontationen, bei denen ich auch das Gefühl habe, das, was du gelernt hast im Vorgänger, du könntest jetzt hier vielleicht denken, du kannst sicher spielen, aber das kannst du nicht, Pustekuchen, weil die Entwickler dich verarschen oder daraus gelernt haben. Mir kommt gerade ein konkretes Beispiel, Schlammkrabben haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt im Sumpf, die meiner Meinung nach, also ich habe mit denen große Probleme im Nahkampf, weil ich die überraschend schnell und wuchtig finde. Und dann dachte ich mir, gut, gehe ich auf so eine Anhöhe, da gibt es bei einem Leuchtfeuer direkt eine Anhöhe und direkt daneben ist so eine Schlammkrabbe. Und ich bin feige, ich mit Magiespruch aus sicherer Entfernung. Und jedes Mal, wenn nur noch ein Drittel Energie-Schlammkrabbe da ist, dann buddelt sie sich ein, ist weg. Und wenn sie irgendwo wiederkommt, dann hat sie auch immer wieder volle Energie. So im Sinne von, hahaha, das nehmen wir dir weg, dieses Level-Moment. Da gibt es noch ein Beispiel aus Dark Souls 2 mit diesen, ich nenne sie Turtles, die diesen Rückenpanzer haben. Da bist du reingegangen in Dark Souls 2 und kanntest nur die Taktik, wie nanntest du es, Circle for Win oder so? Spin to Win. Spin to Win. Und auf einmal kommen diese Turtles und die schmeißen sich nach hinten. Und das finde ich wunderbar, dass da tatsächlich dann diese Taktiken, die du im ersten gelernt hast, denn aber leider auch nur ansatzweise, denn ausgehebelt werden durch so ein paar neue Mechaniken. Aber das ist durchaus drin. Habt ihr das auch so? Konkretes Beispiel im dritten jetzt auch, diese Ritter, ganz am Anfang, diese recht starken. Also es wurde ja wieder mehr Wert auf Einzelduelle gelegt zwischen stärkeren Gegnern, nicht diese Massen, die jetzt an Untoten auf dich zuströmen, diese Zombies, was es auch wieder gibt, aber das ist ein anderes Ding. Wenn du an denen rumlaufen willst, dann macht er mit seinem Schild einfach mal so und schlägt zur Seite hin und du wirst erstmal ein bisschen gestaggert, wie man so schön sagt, aus Balance gebracht. Und das ist halt wieder sowas, wo du denkst, verdammt, so komme ich dem nicht bei. Und dann musst du wieder adaptieren und halt übernehmen, was das Spiel dir vorgibt. Also, dass du halt wirklich drauf achtest, was macht der, wann habe ich die Möglichkeit zuzuschlagen. Und auch diese ganz Überraschenden, wenn sie mit dem Schwert auf dich zustürmen, das siehst du gar nicht kommen. Und dann hast du wieder Schaden gefressen und die Hälfte der Lebensenergie ist weg. Das ist auch wieder so ein Kniff, was mir sehr gut gefällt. Also ich habe auch potenziell für jeden Gegner Angst, muss ich sagen. Das hat sich bei mir einfach nicht geändert. Aber bei denen hatte ich auch die meisten Probleme, muss ich sagen. Also diese Ritter, die mit dem Schild auf einmal auf dich raufhauen und deine Ausdauer weg ist. Ja. Das habe ich dann nie gemerkt. Die nehmen die ganze Ausdauer weg, willst schlagen und der macht nichts. Und dann kommt schon wieder das Schwert von ihm und du bist tot. Instant. Keine Chance mehr. Also mit denen, die will ich nicht nochmal sehen. Software hat ja die KI-Muster und das ist das Schöne, das zeigt sich vielleicht nur, wenn man die Serie auch kennt, hat die KI-Muster weiterentwickelt. Also die selbst einfachere Gegner sind ein bisschen unberechenbarer geworden, auch im Blocken. Auch die Eindringlinge natürlich, die roten Phantome, kämpfen wesentlich variantenreicher diesmal. Und dann haben sie ja über das Heatmeter, dadurch, dass sich einfache Bosse auch verwandeln können, das ist ja am Anfang sehr auffällig, wenn sie dann zu dämonischen Kreaturen mutieren. Das sorgt auch nochmal dafür, dass du als erfahrener Spieler überrascht wirst, was sich auch auf die Bosskämpfe überträgt, die dann viel öfter in klaren Phasen ablaufen, wo du dir denkst, jetzt habe ich es geschafft. Und dann fällst du ins Bodenlose und da unten geht's weiter. Das sind natürlich so Sachen, da hat mich gefreut, dass Miyazaki mit mir als oder mit den Fans spielt auch. Ja? Und diese Ritter, die sind unheimlich stark, wenn man dieses Feature, also wenn man zum Beispiel selbst als Ritter kämpft und auf diese auf die Deckung angewiesen ist, wenn man die neuen Kampfmanöver nicht einsetzt. Mhm. Wenn man die Ritter über das klassische, ja, du musst ja da nur um die Gegner rumtanzen, ein bisschen ausweichen, ein bisschen wegrollen, dann haust du drauf, das funktioniert bei denen nicht. Du kannst es auch schaffen, du musst sehr geduldig sein, du verlierst sehr viel Energie. Wenn du die neuen Kampfmanöver einsetzt, also wenn du in die Haltung gehst, in die Kampfhaltung, dann entwickelt sich ein wunderbares Schere-Stein-Papier-Duell auf Augenhöhe im Grunde und du kannst dem Ritter mit der Deckung, du kannst sie auftreten oder du kannst sie durch so einen vertikalen Hieb von unten, kannst du seine Schilddeckung öffnen. Das ist L2, oder? Ja, es kommt drauf an, welche Waffe du trägst. Ja, gut. L2, genau, mit L2 gehst du in die Haltung und je nachdem, welche Waffe du trägst, hast du entweder die Möglichkeit, die Schilddeckung aufzubrechen oder nicht.
Okay. Oder es geht und sogar direkt nur, wenn durch. Wenn man es zweihändig hat und das steht auch nirgendwo, oder? Ja, das kann jemand, ein Anfänger wie Marco, dem wird das nirgendwo erklärt. Da kommt immer Parry, dann dachte ich. Ja, es steht in der Beschreibung der Waffe, stets. Mhm. Oder du kannst, wenn du mit einem Speer oder mit einer Pike kämpfst, kannst du auch direkt durch die Schilddeckung durchgehen. Und das sind für mich so kleine Feinheiten. Am Anfang habe ich es noch gar nicht so genutzt und dann habe ich gemerkt, es wird richtig schwierig, wenn ich es nicht einsetze. Mhm. Das finde ich gut, wenn sich ein Entwickler diese Gedanken macht, dass du deine Spielweise anpassen musst. Ja, mhm. Also den Eindruck habe ich auch, dass diese variantenreicheren Angriffsmuster dir eine ganz andere Spielweise oftmals aufzwängen. Also ich hatte mir zum Beispiel fest vorgenommen, für Dark Souls 3 mein Repost, also meine Konterfähigkeit irgendwie zu perfektionieren. Oder sagen, perfektionieren klingt jetzt so hochtrabend. Sagen wir mal so, dass ich vielleicht die Grundschule abschließe. Und die Tatsache, dass teilweise selbst ein Standardgegner irgendwie 3-4 verschiedene Angriffe hat, Verzögerungsmuster, führt immer wieder dazu bei mir, dass ich halt es dann doch fair time und doch wieder sein Ding abbekomme und ordentlich geschlachtet werde und dann frustriert wieder abdackel, Flask einwerfe und sage, okay, ich mach's anders. Genau dieses Stereschein-Papier-System, dieses Gefühl, dir wird immer etwas entgegengeworfen auf das, was du selber denkst, gerade gelernt zu haben, finde ich im dritten Teil besser als in den Vorgängern oder und vielseitiger. Und das Schöne ist ja das, was du beschrieben hast mit dem, du schaust dir die Gegner erst an, du taxierst sie erst, gerade bei Bossen natürlich, muss man aufpassen am Anfang, aber auch bei normalen Gegnern. Das Schöne an diesem an der Souls-Reihe im Allgemeinen ist ja, und hier im Besonderen, weil es ein bisschen vielfältiger ist, dass die Phase vor dem Kampf eigentlich für Dramaturgie sorgt. Du kennst diesen Gegnertyp noch nicht oder du siehst dieses rote Phantom, was da kommt und jetzt kannst du dich beobachten, du kannst seine Waffen anschauen, du siehst, er hat einen Buckler und er hat ein Kurzschwert oder eine Machete, was weiß ich. Wenn er einen Buckler hat, dann kannst du dir schon ungefähr denken, du solltest jetzt nicht einfach draufschlagen, weil er dich pariert. Also, und ich finde gut, dass die KI dieselben Techniken einsetzt wie ich als Spieler, dass ich mich nicht direkt überlegen fühlen kann. Und das Schlimmste an dieser Souls-Reihe ist eigentlich, obwohl man das alles weiß, obwohl ich ganz genau weiß, er kann mich parieren. Ich schlage natürlich trotzdem erstmal drauf, um zu gucken, ob es stimmt und werde dann direkt gekontert. Also das ist das Schöne, diese Momente vor dem Kampf, diese Beobachtungsmomente, die bringen mir eigentlich mit am meisten Spaß sogar, muss ich sagen. Kann ich nur zustimmen. Also mir geht es auch so, ich habe oftmals nicht die Geduld dafür. Ja. Genau, weil man, wie du sagst, ach komm, das wird wohl passen, da ist das Leuchtfeuer, zack. Und das sind natürlich die Momente, wo man weiß, aha, sobald du dich sicher fühlst, kriegst du vom Spiel so richtig in die Fresse. Du hast ja schon gesagt, du spielst traditionell immer mit dem Ritter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Im ersten Durchlauf. Genau. Habt ihr auch traditionelle erste immer. Startklassen? Immer Ritter mit Langschwert und Schild. Immer. Bitte vielleicht eine kleine Geschichte. Als ich Demon's Souls angefangen habe, hatte ich auch null Ahnung. Ich habe auch überhaupt nicht das Internet genutzt, um mir was erklären zu lassen, sondern habe es einfach so gespielt, weil mir gesagt wurde, es ist so toll. Und das haben mir Leute gesagt, denen ich vertraue. Deswegen habe ich mich durchgebissen durch diese Anfangsphase, die ja viele quasi Spiele aussiebt. Und ich habe einen Zauberer genommen, weil ich dachte, komm, so Diablo-mäßig Zauberer, oh, die tollen Effekte, dann kommen da Meteoren und ich schieße Blitze und so und mache alles nieder. Aber der Zauberer ist gerade in Demon's Souls unglaublich schwierig gewesen. Und ich habe auch das überhaupt nicht begriffen, das war ja in Demon's Souls noch schwieriger, wie man diese Waffen verbessert und upgradet mit den Steinen. Und bin da ausgegangen davon, dass mir das Spiel das später, wenn es relevant wird, noch erklärt. Das ist nie eingetreten, somit habe ich niemals meine Waffe upgegradet, niemals meinen Zauberstab upgegradet und habe tatsächlich das komplette Spiel nur immer pschu, pschu, pschu gespielt, was es mir, wie es vielleicht Leuten, die das Spiel kennen, nochmal extremst schwer gemacht hat. Und somit ist es nicht traditionell bei mir der starke Ritter. Mittlerweile ist er das, weil ich das sehr, sehr gerne mag, einfach mit der ganz dicken Axt die Leute zu schlagen, dass sie flach auf dem Boden liegen und nicht mehr hochkommen. Das ist für mich das Größte. Ja. Waffe upgraded habe ich auch noch nicht. Da muss man... Gar keine Waffe. Ich habe eine upgegradet. Aber auch nur einmal, oder? Ich dachte, okay, du hebst dir die ganzen Sachen einmal auf. Wer weiß, vielleicht brauchst du die Dinger später und machst dann deine Lieblingswaffe richtig geil. Aber jetzt doch noch nicht, dachte ich. Naja, man denkt häufig, ist ja, ich nenne es immer den Final Fantasy-Effekt, wo man dann die großen, tollen Super-Elixiere am Ende des Spiels immer noch hat, wo man denkt, oh, die bewahre ich mir auf. Mhm, ja. Und da darf man nicht dran denken, wenn man ein Souls-Spiel spielt. Die bewahre ich. Man muss auch sagen, das Spiel ist sehr community-driven, alle Teile. Also du wirst wirklich oft durch Texte erst darauf hingewiesen, wo geht's weiter. Bestes Beispiel Dark Souls 1, der DLC, dass du da erst hinten, ganz hinten an diesem Weiher, da dieses eine Vieh besiegen musstest, da musst du ins Archiv, hast du dann ein Amulett bekommen. Und das, wie willst du das selbst rauskriegen? Das kriegst du irgendwann häppchenweise durch die Community in den Dark Souls Wikis. Auch in Dark Souls 1 ist jetzt noch der Chat nur am Rotieren. Das ist der Wahnsinn, was da noch los ist. Und da kriegst du das dann erst mit. Also du wirst wirklich alleine nicht alle Geheimnisse entdecken können. Da kannst du noch so gründlich sein.
da muss jemand, auch jetzt wieder ein Beispiel, ich weiß es nicht, wo das geht. Dark Souls 3 solltest du nur durch ein Emote, du kannst ja diese Emotes hier, Praise the Sun oder da oben oder irgendwo hinzeigen. Dadurch sollst du Zugang zu einem optionalen Gebiet bekommen und ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Ich habe es jetzt wirklich, ich bin jemand, ich spiele es immer offline, ohne Hilfe, ohne Phantome, ohne Nachrichten, weil meistens wirst du ja, Achtung, Falle vorne rechts und das spoilert dir schon so ein bisschen die Erfahrung und das möchte ich halt ohne erleben. Und mir ist es klar, dass ich das verpasst habe, aber deswegen werde ich es dann nochmal spielen und nochmal und nochmal und nochmal und deswegen, also das weiß ich zum Beispiel. Mhm. Ach, du weißt es schon, nicht verraten. Du das aus dem Internet, ja? Nein, ich habe mich nie informiert über Dark Souls, auch nicht über den jetzigen Teil. Und na gut, ist ja mein erster. Also es sind diese Lichtkegel. Diese Lichtkegel zum Beispiel, da wo du deine Krabbe von oben attackierst, dort in der Nähe ist ein Lichtkegel. Und dort musst du halt diese Emotes machen. Ich habe keine Ahnung welche, aber dort muss man die machen. Text fällt auf den Boden gelesen. Auch noch nicht, glaubst du nur, dass du es verstanden hast. Nein, der Text fällt auf den Boden stand. Also ich habe halt, sonst klicke ich die auch nicht an, eben wegen diesen Spoilern. Darauf habe ich keine Lust. Ich will das Spiel dann so schon genießen, wie es halt sich mir darbietet und nicht wie andere Spieler es erlebt haben. Und da habe ich es einmal gemacht und dann stand da Praise the Sun. Und dann in diesen Lichtkegeln soll man diese Emotes machen. Von wegen Anfänger. Ja, ich wollte sagen, das war ein Text. Abgewichster Profi bist du hier. Ja, aber das ist ja schon auch so ein Punkt, der ja auch die Souls-Serie mittlerweile, ist es ein offizielles Trademark, würde ich fast schon sagen, diese Art und Weise, Fragezeichen und Erkenntnisse im Austausch mit anderen, durch Wikis, durch Gespräche mit anderen Spielen, dieses komplette System, wie man was, wie, wo, wann zu tun hat, weil das Spiel es einem nicht vorgibt oder auch teilweise nur andeutet, wie was zu machen ist. Die einen lieben es, bei Demon's Souls, beim ersten Teil, da bin ich bis heute nicht so ganz sicher, ob das von Anfang an Teil des Konzepts war oder einfach eine glückliche Fügung der Spielegeschichte, dass daraus eben eines der Community-stärksten Produkte wurde. Da bin ich immer ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß, du liebst das, ne? Ganz extrem. Diese vielen Fragezeichen, dieses Erschließen, dieses. Ja. Es wird nicht ausbuchstabiert. Ich rede jetzt gar nicht von Story-Details, sondern auch wirklich von Gameplay-Geschichten. Absolut, weil es natürlich genau der Kontrast ist zu der aktuellen Entwicklung. Ich will da jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, aber dieses Hammerwort Casualisierung, das hast du ja in ganz vielen Spielen heutzutage, dass es immer leichter gemacht wird, um eine breitere Masse zu erreichen, dass wirklich jeder das spielen kann, dass möglichst viel verkauft wird. Und mich erinnert das immer an frühere Zeiten, an meine Zeit in den 90ern auf dem PC, wo es noch kein Internet gab, wo du dir das auch selber erschlossen hast. Und daran erinnert mich das und das finde ich super gut, diese Belohnung dann, wenn es tatsächlich klappt, das, was du dir gedacht hast, wenn du eine versteckte Tür findest oder irgendeine Mechanik oder wenn du tatsächlich merkst, dass da jetzt dieses versteckte Gebiet ist. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an die Painted World of Ariamis aus dem ersten Teil, was ja, muss ich jetzt nicht groß erklären, aber es ist nicht ganz einfach, da reinzukommen. Verstecktes Gebiet, was nicht jeder Spieler sieht. Und dann auf einmal dahin zu kommen in diese Welt, die einigen Leuten verborgen bleibt oder was für ein Moment das ist, wie stolz man auf sich ist, dass man das geschafft hat, das ist tatsächlich für mich so das Größte. Ist aber vielleicht auch ein bisschen zweischneidige Medaille. Ne? Ich meine, bei From Software wird man sich ja auch darüber Gedanken machen, wie wir das von Teil zu Teil zwischen Fanherzen höher schlagen lassen, von irgendwelchen Extremfans zu, wir müssen eine größere Basis irgendwie kriegen. Ich denke an Demon's Souls zurück, Stichwort World and Character Tendencies, mit die bizarrsten Parameter, vor allem, glaube ich, Character Tendency war noch mal extremer, die irgendwelche Events getriggert haben. Sachen, die man ja teilweise im Spiel anhand von minimalen Grauschattierungen bei irgendwelchen Darstellungen ablesen konnte, wo ich mich auf so einer Skala von hell bis dunkel gerade befinde. Das hat man weggelassen. Ich meine, im Nachhinein, als ich das alles wusste und mir erschlossen hatte und die Ergebnisse bei Demon's Souls hatte, fand ich es toll. Da habe ich auch gedacht, das ist geil, das ist ganz speziell. Jetzt erscheint da der Gegner in dem Gebiet, weil ich vorher das und jenes gemacht habe. Verglichen damit ist ja Dark Souls 3, aber auch schon Dark Souls 2 und vielleicht auch Dark Souls 1, ist ja wirklich casual. Also an dem Bereich haben sie ja doch ordentlich gesägt, oder nicht? Also es gibt noch Fragen. Verglichen dazu. Gerade was Demon's Souls angeht, ich habe ja die koreanische Version, die ungepatchte. Und da war es wirklich so, dass du diesen Zustand, dass du Phantom bist. Wenn du stirbst, hast du halbierte Lebensenergie und bist eben quasi ein Hollow, also so ein Phantom. Du hörst auch keine fleischigen Geräusche mehr, wenn du geschlagen wirst, sondern mehr so ein sphärisches Wumm. Und da war es noch so, wenn du
gestorben bist, dann hat sich deine Charaktertendenz immer weiter ins Schwarze verschoben. Oder auch die Welten, nee, die Weltentendenz war es nicht, dass ich was Falsches sage. Und die Weltentendenz, das, was man heute noch nicht so richtig will. Ja, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, weil ich wollte ja alles zeigen. Ich habe ja so 100% gezeigt vom Spiel. Und je dunkler es wurde in der Welt, desto schwieriger wurden die Gegner. Und das war ja eigentlich das Fiese, weil wenn du oft gestorben bist, warst du immer dieser Hollow und bist immer wieder gestorben, gestorben, gestorben und es wird immer schwerer. Und das haben sie dann in der deutschen Version oder in späteren Patches eben behoben, dass du nur noch als, wenn du diese Stones of Imperial Eyes da benutzt, dass du dann menschlich wirst. Wenn du dann stirbst, dann wird sich die Weltentendenz ins Dunkle verändern. Und deswegen, das haben sie dann quasi leichter gemacht für die Europäer. Aber ich habe mich halt durch dieses Koreanische durchgebissen und ich fand es so super. Und auch nochmal zum dritten Teil, wenn du dich erinnerst, im zweiten Teil gab es ja noch diese Heilsteine und upgradebare Rüstungen zum Beispiel. Das haben sie jetzt im dritten auch wieder entfernt. Du hast keine Steine mehr, du hast nur noch die Flakons oder Heilzauber und du hast die Rüstungen, die nicht mehr upgradebar sind. Du kannst Schilde und Schwerter oder Waffen generell oder auch diese Catalysts, die Zauberstäbe. Aber du kannst keine Rüstungen mehr upgraden. Das haben sie jetzt auch so ein bisschen wieder Richtung schwer geschoben, finde ich persönlich. Und die Steine, das hat alles zu einfach gemacht in meinen Augen. Diese Steine, die ganze Zeit ploppen, du hast ständig Lebensenergie, die sich selbst auffüllt. Das fand ich dann wieder zu leicht. Und auch dieses, gut, das langsam, dass du zum Hollow wirst und immer mehr Lebensenergie verlierst, schrittchenweise. Das spielt alles so zusammen. Aber ich würde sagen, generell ist der dritte Teil wieder so ein bisschen schwieriger zum zweiten, aber auch wieder leichter zum ersten. Das ist ganz schwierig zu erklären. Also schwer und leicht ist immer so persönliche Präferenz. Was empfindet man als schwer und was als leicht? Mhm. Interessant ist ja die Geschichte, was du meintest. Warum dieses, oder was du auch so wissen wolltest, warum ist dieses Storytelling, ist es noch, haben sie es angepasst, haben sie es verändert? Warum machen die das überhaupt so? Das hat zum einen, ist es immer noch ein Mysterium, das Spiel, selbst wenn sie innerhalb der Reihe Dinge entfernt haben. Und es ist so, dass in den letzten Jahren, gerade in der Fantasy, das ist vielleicht auch sowas, was man mal ansprechen muss, diese Art der Fantasy, die Japaner da inszenieren, gerade Japaner, das hat halt eine Tradition, die geht zurück bis Kingsfield, was From Software da macht. Der Urvater der Souls-Reihe ist eigentlich ein westliches Spiel, ist Ultima Underworld. Das hat die ersten Kingsfield-Macher inspiriert. Die wollten eine düstere westliche Fantasy, eine mittelalterähnliche Fantasy inszenieren. Und From Software hat ja 4 Teile davon gemacht, also von Kingsfield. Und da hast du auch schon Dinge gehabt, die später in der Souls-Reihe wieder auftauchen, wie das Moonlight Sword, wie Mysterien, wie NPCs, die du töten kannst. Dadurch hast du aber Nachteile. Also das ist unfassbar, dass es schon in den 90er Jahren auf der PlayStation halt als erstes Polygonspiel überhaupt auch inszeniert worden ist. Was ich sagen wollte zu dem Storytelling, ich bin froh, dass das From Software an dieser Tradition festhält, das rätselhafter zu machen, unerklärt. Man stelle sich nur vor, man hätte in der Souls-Reihe einen Golden Trail, wie ihn Godfather Molyneux noch in Fable angeboten hat. Das Spiel ist für mich nach einer Stunde zusammengebrochen, weil ich nur Spuren hinterhergelaufen bin. Klar, konnte man abschalten, aber später auch die erste Quest. Du wirst an die Hand genommen wie ein kleines Kind in vielen Spielen. Mhm. Und der Überraschungseffekt und dieser Effekt, ich habe was geschafft, ist auch gar nicht mehr da. Und in Fable wäre das so gewesen. So kannst du unsichtbare Türen finden, klick da drauf, da vorne, und dann kannst du es später benutzen. In der Souls-Reihe ist das so, du weißt gar nicht, dass es das gibt, dass Wände aufgehen und plötzlich haust du oder plötzlich findest du was und du freust dich wie ein kleines Kind. Und haust jede Wand an. In der Hoffnung, dass du wieder und dieses, das finde ich wieder die Frage, ob das denn gut ist, ne? Weil das führt dazu, dass man tatsächlich teilweise jede Wand abklappert. Aber das ist ja dann dein Abenteuer, was du erzählst. Du erzählst dann die Geschichte des manisch neugierigen Wendezerstörers. Okay, so kann man es auch erklären. Okay. Also ich ertappe mich ja auch dabei, dass ich es dann, gerade wenn ich es einmal geschafft habe und dann versuche ich es in einer Viertelstunde nochmal, weil From Software das auch so auseinander dividiert, dass es eben nicht inflationär auftaucht. Das finde ich auch ganz gut. Auch dieses eigene Geschichten erzählen. Ich habe keinen großen Storyteller, sondern ich mache mein Ding, genauso wie du dein Ding machst, was genauso spannend sein kann. Und wenn ich mit meinen Töchtern rede über Souls, dann erzähle ich denen eine Geschichte. Also fragt sie mich, was ich, und wie war es gestern? Und ich ertappe mich dabei, ich erzähle ihnen eine kleine Geschichte, die dieses Spiel ja narrativ gar nicht vorgesehen hat, das Spiel. Aber ich erzähle ihnen eine kleine Story. Und zwar, wie habe ich diesen Bosskampf erlebt zum Beispiel? Oder ich habe da was gefunden. Mhm. Oder man kann ja tatsächlich noch den Feuerbandschrein da öffnen und da ist ja... Da sind ja Krähen und so. Ja, und in dem Moment will man selber sofort wieder ans Pad und sagen, es kribbelt wieder, es kribbelt wieder. Das ist bei mir so ein bisschen also ähnlich. Also bei mir spielt sich sehr, sehr, sehr viel im Kopf ab, weil ich nicht das Gefühl habe, dass jetzt ich ein Buch lese die ganze Zeit, was ich halt dann irgendwann durch habe und ich habe die Geschichte von Dark Souls jetzt verstanden. Sondern ich erlebe, wie du schon sagst, so ein eigenes Abenteuer. Und ich
denke mir, okay, es gibt Drachen, es gibt diese Trolle, wo kommen die her? Es gibt diesen Boss, was macht der eigentlich in dieser Welt? Und ich reime mir das so ein bisschen selbst zusammen, auch wenn es im Endeffekt wahrscheinlich nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat. Und es entstehen Lagerfeuergeschichten. Ich meine, man darf auch den Einfluss nicht vergessen, den die Souls-Reihe auf andere Entwickler hat, auf uns ohnehin. Wir spielen es gerne, wir sind Fans oder wir sind jetzt Tester, Kritiker, was auch immer. Aber wenn du auf Game Developers Conferences gewesen bist in den letzten Jahren, da haben zum Beispiel Lead-Level-Designer von Epic, wo man jetzt denkt, mein Gott, die haben ja nichts mit der Souls-Reihe zu tun. Die haben halt in höchsten Tönen haben die diese Art von Storytelling gelobt, weil es eben ein Kontrapunkt ist zu der typischen Erzählweise oder auch zu so einer typischen Rollenspiel-Erzählweise, wo du ein riesen Archiv hast, wo du 1000 Dialoge führst, wo du Checkboxes hast für alles Mögliche, oder nimm mal ein Skyrim, was dann Material an Büchern drinsteckt. Ich will das auch gar nicht jetzt ins schlechte Licht drücken, aber es ist eine komplett andere Erzählweise als das, was From Software etabliert hat. Das ist gar nicht so leicht zu wiederholen, weil du brauchst dafür natürlich ein Fundament, eine rätselhafte Welt. Da ist ja schon, es hat ja schon alles auch einen gewissen Sinn in dieser Welt. Also der Mythos dahinter lässt sich ja gerade über die drei Souls-Teile durchaus erkennen, wenn man suchen möchte. Wenn man nicht erstmal überleben will. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein ganz großer Reiz oder für andere vielleicht auch der so eine, das habe ich mir aber nicht vorgestellt unter einem Fantasy-Rollenspiel, Action-Rollenspiel, dass man diese komplette Ebene ist ja mehr oder weniger optional. Es hängt von dir ab, wie viele Item-Description liest du dir durch, liest du alle Dialoge, kriegst du sie immer wieder an, führt sich das eine mit dem anderen zusammen in deinem Kopf oder durch Gespräche mit anderen oder lass ich es stecken. Du kannst das Spiel ja auch einfach so spielen, aber im schlimmsten Fall bist du dann beim Bossgegner, das war ja auch in anderen Teilen schon so, siehst einen Abspann, der dir auch kein Bruchstück mehr Informationen gibt über das, was die letzten 50 Stunden passiert ist oder irgendeine Aha-Erlebnis aufs Gesicht zaubert. Du kannst auch komplett umgehen und sagen, ich spiele es als reines Actionspiel. Hm. Das also nicht als reines Actionspiel, aber ihr wisst, wie ich es meine. Also mehr oder weniger losgelöst von Story. Das ist ja Bloodborne-Kandidat. Ja. Es ist halt, ich fühle mich halt so, als würde ich mit einer bösen Grinsekatze zusammen auf der Couch sitzen, wenn ich das spiele. Also es ist nicht so, dass dich das Spiel auslacht und sagt, du bist der letzte Dreck, mach diesen Bosskampf 100 Mal und ich mach's schwerer. Also so unfair, also richtig so übel, so doof wie ein Mega Man sein kann, ehrlich gesagt. Dieses Spiel ist eher so, es lädt dich ein, hier ist die Welt, aber hör mal, du bist jetzt nicht unbedingt hier direkt Siegfried, ne? Also der jetzt gleich Level für Level die Welt rettet, sondern du bist irgendeiner von vielen, die sich hier schon abgemüht haben. Und dann begegnest du ja diesem Archetypen, diesem deprimierten Ritter meist auf der Treppe, der dann sagt, ach, na, bist du auch hier gelandet? Ja, wirst dich noch wundern. Ne? Und das ist gerade so eine Stimmung, aber sie lassen dieses Pathos nicht ganz raus. Sie geben dir schon noch das Gefühl, gerade natürlich die Lady, bei der du aufleveln kannst, dass du was Besonderes bist, obwohl sie jeden so ansprechen wird. Jeden wird sie so aufleveln lassen. Und du hast doch auch immer dieses Fünkchen Hoffnung am Ende des Horizonts, dass du in dieser dunklen Welt vielleicht doch der Siegfried irgendwann sein kannst. Ach, das ist aber schön. Mhm. Es wird auch so darauf das hinauslaufen. Also du bist wirklich der Auserwählte, der ankindelt quasi, der Ascherfürst, der noch zum Großen aufsteigen wird. So viel kann man verraten. Ich meine, darauf läuft es hinaus, das ist klar. Aber ich muss auch sagen, subjektiv hat es weniger Mysterien als noch der erste Teil. Also jetzt gerade, wo du die Krähe erwähnt hast, muss ich wieder dran denken. Einerseits die Krähe, dass du nochmal ins Startgebiet zurück kannst, die Puppe holen für die gemalte Welt. Den Ash Lake zum Beispiel unter Schandstadt, diesen Baum, den du ewig lang runtersteigst, aber den findest du auch nur, indem du eine geheime Wand aufschlägst. Solche Sachen fehlen mir, also wie gesagt, jetzt subjektiv, ich habe natürlich nicht alles entdeckt in Teil 3, aber das fehlt mir einfach so ein bisschen. In Teil 2 war es auch nicht mehr so mysteriös. Du hattest, die Welt wurde am meisten kritisiert, diese versatzstückhafte Welt im zweiten Teil, die sich auch teilweise durch Fans, die das nachgestellt haben, überlappt hat. Wirklich, also so eine Art Phasing stattgefunden hat, obwohl die Karten sich wirklich geschnitten haben. Und im dritten finde ich das wieder gut. Es ist eine große organische Welt. Da kommst du nicht von Eis in Feuer. Es passt halt alles irgendwie zusammen. Und lass uns über die Welten vielleicht, wir müssen gleich zur Werbung gehen. Das ist ja noch ein ganz eigenes Thema, absolut wichtiger Punkt. Nur noch kurz auf diese, was du gesagt hast, da sind wir ja wieder bei diesem Punkt mit denken wir an eine gewisse Krähendame oder wie auch immer, wir kennen nur ihre Stimme, die uns seit Demon's Souls begleitet. Allein die Tatsache, dass man im ersten in Demon's Souls irgendwie das Spiel beenden, neu laden, rein musste, um dann zu sehen, was wir für ein Tausch-Item bekommen haben, mit dem Wissen der Serie und mit gewissen Komfortmechanismen. Heute stehen wir da und klicken uns ratzfatz einmal komplett durchs Inventar, ohne einmal das Spiel zu verlassen und wissen innerhalb von 10 Minuten, was wir ihr geben können und wofür wir was bekommen und was pleiten sind.
Ist das wieder so ein Fall, wo du jetzt sagen würdest, ja, das war ja gerade der Reiz früher, dass das noch, also abgesehen davon, dass man gar nicht wusste, was man da vielleicht machen muss, ich glaub, war auch der komplexe Weg dahin reizvoller als heute? Da hat sich, glaube ich, From Software ein bisschen verdesignt in dem Beispiel, das du nanntest, weil ich glaube, From Software wollte an dieser Stelle nicht, dass wir das Spiel beenden und neu laden, sondern ich glaube, From Software wollte, dass wir das Gebiet verlassen, weitermachen, später wiederkommen, was das Gleiche ist, wie das Spiel neu laden. Aber das, was du gesagt hast, ist einfach einfacher, liegt auf der Hand. Deswegen haben es alle gemacht. Das war, glaube ich, einfach ein kleiner Fauxpas im Design. Und von daher würde ich das nicht überbewerten. Aber mein größter Moment, wo ich jetzt gerade noch mal in mich gegangen bin, vom Mysterium her, ist im Grunde vor den Four Kings gewesen in Dark Souls 1. Da begibt man sich nach Nulondo, so ein Untotengebiet, unglaublich atmosphärisch. Es tropft quasi Atmosphäre aus allen Poren und es ist sowas von gruselig dort. Und du kommst dann am Ende zu so einer Spiraltreppe, die nach unten führt, immer tiefer. Und irgendwann hören die Stufen auf. Aber dieser Turm geht noch weiter nach unten und es ist nur schwarz dort. Und du hast das Spiel schon 30, 40, 50 Stunden gespielt und trägst auch schon ungefähr seit dieser Zeit einen Ring mit dir rum, auf dem steht, dass Artorias mit diesem Ring den Abgrund überwunden hat. Sei es auf Englisch, je nachdem, worauf du spielst, aber relativ kryptisch. Aber du trägst diesen Ring schon so lange bei dir dabei und die ganze Zeit hat er keine Funktion. Alle anderen Ringe haben eine Funktion. Die ganze Zeit hast du diesen Ring im Hinterkopf und denkst, Mann, was mache ich damit? Und dann ist da dieses schwarze Loch vor dir. Und dann denkst du dir, okay, jetzt macht's Klick, ich leg den mal auf und dann greifst du dir ans Herz, machst den Schritt nach vorne ins Schwarze, fällst 5 Sekunden ins Schwarze, denkst du bist tot, aber auf einmal kommst du tatsächlich weiter. Das war der richtige Weg und das war auch ein ganz großer Moment, dieses Mysterium. Das, was ich so toll finde, das ist dir nichts erklärt. Bei den anderen Spielen hätte gestanden, hier drücke A, um den Ring einzusetzen und jetzt zu springen. Hast du das von alleine rausbekommen? Das hab ich, ja, deswegen finde ich es so gut, weil ich es von alleine rausgefunden habe. Da ich tatsächlich, um genau auch diese Gefühle zu haben, im ersten Durchgang niemals aufs Internet schaue. Vielleicht in kleinen Momenten bei Snuggly ist es mir dann zu blöde zu schauen, alle Items dahin zu legen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann vielleicht mal ausprobiere. Oder wenn ich tatsächlich jetzt schon seit 100 Stunden Item mit mir rumtrage und vom Endboss stehe und mich dann frage, okay, das ist immer noch nichts, ne, was ich damit erreicht habe. Das sind so Kleinigkeiten, aber sonst verzichte ich da komplett drauf. Das ist der Grund, warum ich offline spiele. Immer. Ja. Bei mir ist es halt, die Kommentare spoilern leider oft. Deswegen habe ich jetzt entschieden, im dritten gar nicht mehr zu lesen. Aber generell wirst du halt oft darauf hingewiesen von der Community, dass sie sagen, hey du hast da deinen Ring, geh mal dahin. Dann denkst du aber auch gleichzeitig wieder, einerseits, ja cool, dass er mich darauf hinweist, andererseits hätte ich keinen selber rausgefunden, so wie du. Genau. Ja, Welten entdeckt. Ja, ne, sogar. Die kannst du nutzen. Du kannst eine App kaufen für 2,99. Ich habe sie nicht benutzt, aber ich habe gelesen, dass da wirklich jeder Level kartografiert ist, mit inklusive aller Gegenstände, die man finden kann. Ja gut, das hast du in den Lösungsbüchern ja auch schon gehabt. Das sind ja optionale Sachen, kann man dem Spieler jetzt nicht ankreiden, sag ich mal. Ne? Wenn man möchte, kann man das ja so spielen. Eine Hilfe für Neuansteiger. Aber Welten entdecken, eigene Geschichten erleben, die Welt auf eigene Art und Weise erleben, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei der Souls-Reihe. Wir machen jetzt eine kurze Pause und wollen natürlich genau darüber auch dann reden. Die Welten besser, schlechter, anders, schöner, größer, kleiner. All das nach der Werbung.